total netter Typ, ist noch jung und ich bin mir ziemlich sicher, den sehen wir auch hier wieder im Holzhausstadion. Hoffentlich. Jetzt geht es erstmal für den Kölner wieder zurück und dann gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Und dann packen wir uns natürlich auch unsere 30 Marvin! Moin liebe Holstein-Familie, ich möchte mich bedanken für die letzten 2,5 Jahre. Ich bin hier. Ich habe mich sehr wohl gefühlt und ich danke euch für meine Familie, sehr gut aufgenommen hat. Und ich habe eine sehr schöne Zeit hier und danke für alle die Fans und alle die Mitspieler und alle die Staff und alle hier mit Büro. Das hat jeder Tag mit Spaß mit euch gemacht. Vielen Dank an unsere Nummer 2, Mikkel! Ich wollte euch vermissen und ich wünsche ihr alles Beste in der Zukunft und hoffentlich sehen wir uns wieder. Hallo liebe Holstein-Fans, für mich ist leider Zeit, jetzt Abschied zu nehmen. Als ich vor 3 Jahren hierher komme, wurde ich echt super aufgenommen von der Mannschaft, vom Verein, aber speziell auch von euch Fans. Ich habe mich hier zu jeder Zeit super wohl gefühlt. Ich glaube, wir hatten ein paar ganz besondere Momente. Und jetzt ist es für mich an der Zeit, einfach ein neues Kapitel aufzuschlagen. Ich werde immer gerne an die Zeit hier zurückdenken, auch immer wieder gerne zurück nach Kiel kommen. Und ich glaube, dass wir echt eine gute Zeit haben. Danke für alles. Meisten Weihnachtsschmuck zu Hause hat? Meine Mama. Aus der Mannschaft. Lore fährt den ganzen Weg rückwärts. Gut, Lore. Ein frohes Weihnachtsfest. Und jetzt, seriös, okay? Mach mal Mund denkt wieder runter. Was ist das denn? Cut. Hallo liebe Holstein-Familie. Ich blicke zutiefst dankbar auf die letzten 3,5 Jahre mit euch zurück. Einige Tiefen, aber viele Höhen. Halbfinale im DFB-Pokal. Der beinahe Aufstieg in die Bundesliga. Ja!
Dank euch konnte ich diesen Weg gehen. Mit euch bin ich diesen Weg gegangen. Ihr sollt zusammenfassen! Ja! 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 War völlig daneben, gleich nochmal. Das ist so peinlich. So ist einfach bodenlos, deswegen, ich will das ja schön machen. Das war's von mir. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Und nach 3,5 Jahren hat sich das Ende nun angekündigt. Dennoch, im Norden sieht man sich immer zweimal. Kiel Ahoi und wir werden uns wiedersehen. Hallo Holstein-Fans, ich möchte mich bei euch bedanken für die letzten 4 Jahre. Hat Spaß gemacht und ich wünsche euch und Holstein Kiel alles Gute in Zukunft. Moin liebe Holstein-Fans, meine Zeit endet diesen Sommer an der Kieler Förde nach 5 Jahren. Vor allen Dingen in meinen ersten Jahren haben wir gefühlt ein Highlight nach dem anderen erlebt. Da bleibt mir natürlich das Spiel gegen Bayern für immer in Erinnerung. Ich wünsche dem Verein in naher Zukunft noch mehr solche Momente, damit ihr die gemeinsam feiern könnt. Da werde ich später meinen Kindern davon erzählen. Das eine ist in Kiel geboren und deswegen werde ich mit dieser Stadt immer verbunden bleiben. Ich komme auf jeden Fall wieder. Bis bald. Moin, liebe Holstein-Fans. Nach 5 Jahren ist es nun an der Zeit, auf Wiedersehen zu sagen. Ich bedanke mich bei allen, die immer bedingungslos hinter mir standen und mich immer supportet haben. Vielen Dank dafür. Wir haben zusammen einiges durchlebt, viele positive Sachen, aber auch einige Tiefen. Tag 1 der Corona-Quarantäne. Pure Langeweile. Wir haben uns vorher abgesprochen, ne? Ja? Ja. Ehrlich? Nein! Aber für euch habe ich was viel Schöneres. Und zwar Torwart-Handschuhe. Oh nein. Nein! Ja, bitte ruhig sein. Liebe Holstein-Familie. Wir sagen Danke an Nummer 24, Hauke! Vielen Dank dafür und auf Wiedersehen. Gut, richtig angefangen, sag ich mal, gegen den Ball zu treten. Das ging wahrscheinlich bei mir mit 2 Jahren los oder da, wo ich angefangen habe zu laufen. Dein bester, schönster Holstein-Moment, ja, da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen, das war auf jeden Fall der Aufstieg. Damals in Groß-Asbach war ja, ein unglaubliches Gefühl, dann nach Hause geflogen, am Holstein-Stadion angekommen. Die Fans haben uns erwartet und ja, mit den ganzen Feierlichkeiten, die danach noch kamen, war einfach eine sehr geile Zeit.
Moin, liebe Fans. Ich sitze hier, um euch etwas mitzuteilen. Welches war dein schönstes Tor? Ja, gegen Nürnberg jetzt ist auf jeden Fall dabei. War ein feines Ding. Ach, ich glaube, alle, die man so haben kann, Onkel, Tante, Eltern, ich glaube, alle waren da. Über 20 Karten haben sie, glaube ich, gekauft. Und wir wollten alle sehen, wie ich hier spiele. Und ja, naja, gut. Ich versuche es einfach immer mit Leistung auf dem Platz voranzugehen. Fast 18 Jahren werde ich am Ende der Saison meine Schuhe an den Nagel hängen. Aus dem Haus gehe ich nie ohne. Boah, Schuhe, ne? Nochmal vielen, vielen Dank an die Fans, die mich überall und immer unterstützt haben. Ich werde weiter intensiv die Spiele verfolgen und ja, bis irgendwann. Beste Grüße, euer Finn.